Ja. Das Buch als kostbares, überliefertes Gut, das antiquarische Buch, das den Geist der Vergangenheit atmet, die Spuren der Zeit trägt und oft auch unglaublich aufwendig gestaltet ist. Nicht umsonst spricht man ja von Buchkunst. Die Antiquariate sind die Umschlagplätze, wo diese Bücher auf neue Leser und Käufer warten. Zauberreiche mit einer ganz eigenen Sprache und einem eigenen Geruch und mitunter auch sehr eigenen Menschen. Wir haben uns einige dieser verbliebenen Orte angeschaut, wo der Buchleidenschaft gefrönt und der Flüchtigkeit des elektronischen Mediums Parole geboten wird. Stöbern, entdecken, sammeln. Im guten alten Antiquariat stapeln sich die Bücher. Ein Sammelsurium voller Schätze. Das Lieblingsbuch aus Kindertagen, eine seltene Erstausgabe. Orte wie dieses Antiquariat in der Salzburger Innenstadt gibt es nur mehr wenige. Wer heute gut im Geschäft ist, hat kein Gassenlokal, sondern residiert in einem vornehmen Büro. Das Wiener Antiquariat in Libris hortet Buchkostbarkeiten im Wert von 10 Millionen Euro. Eigentlich eine Bibliothek der Extraklasse. Drei Mitarbeiter recherchieren im Internet, dann wird der Kunde aufgesucht. Unsere Exportquote liegt gegenwärtig knapp über 96%. Das heißt, wir müssen für viele Dinge schon sehr weit fahren, um sie zu verkaufen. Also wir machen bis zu 10, 12 Messen im Jahr, natürlich auch in Übersee und in den letzten Jahren auch im Nahen Osten, sprich Emirate, Katar. Dorthin soll ein arabisches Tierfabelbuch verkauft werden. Spätes 18. Jahrhundert, aus dem Nachlass der persischen Ex-Kaiserin Soraya, Preis 150.000 Euro. Meine Judith, was soll ein Mann seiner Frau schreiben, nachdem er gerade eine andere geheiratet hat? Begann Kurt Jürgens einen Brief an die Ex-Gattin Judith Holzmeister. Ihr Nachlass ist für wohlfeile 20.000 Euro im Angebot. Als Ladenhüter erweist sich ein Autograf von Thomas Bernhard. Es ist die Abschlussarbeit des Mozarteumstudenten Bernhard. Die frühen Regieanweisungen für das Stück Herrenhaus von Thomas Wolff sollen 420.000 Euro bringen. Ein Fehlinvestment? Es ist eine andere Art des Ansparens von Kapital. Also ich glaube nicht, dass Bernhard weniger wert sein wird. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir es 2000 oder 2001 erworben und wir haben in dieser Zeit sehr viele Bernhard-Einzelautographen verkauft und die haben sich im Preis verdreifacht seitdem. Bücher, die leistbar sind. Auf Masse setzt Wiens größtes Antiquariat in der Wiener Innenstadt. Rund 120.000 Bücher warten hier auf Leser und bekommen sie auch. Austriaker, wissenschaftliche Werke, Literatur, Kinderbücher, Kunst und Architektur. Preiswert sein ist die Philosophie, die im Familienbetrieb Schaden seit Generationen gilt und funktioniert. Dank Bücherwürmern, die ihre Leidenschaft ausleben. Also wenn ich jetzt da stirren dürfte drinnen, würde ich wahrscheinlich was kaufen, was ich jetzt im Augenblick nicht brauche oder es mich auch nicht aktuell interessiert. Haben Sie noch Platz für Ihre Bücher? Na, die stehen schon in IKEA-Einkaufstaschen blauen am Boden herum halt, ja. Was sagt Ihre Frau dazu? Ich glaube, das haben die Frauen alle nicht ausgehalten. Im Augenblick habe ich keine. Naja, der schöne Unterschied ist eben der Bibliophile, der Buchliebhaber und der Bibliomane. Und von dem Krankhaften leben wir aber auch in einem gewissen Maße. Wir fragen nie unsere Kunden, ob sie auch alle Bücher lesen und was sie damit machen. Aber es gibt Süchtige, Gott sei Dank, die fast tagtäglich ihr Buch kaufen müssen. Frauen sehen viel mehr auf das Gesamtbudget, das man auch in einer Familie zur Verfügung hat und geben daher weniger leicht Geld für Bücher aus, selbst wenn sie interessieren würden. Männer sind da, wenn es um ihr Sammelgebiet geht, wesentlich großzügiger, sage ich jetzt einmal, mit dem Geld, das sie dafür investieren. Kein Bibliomane, aber sehr bibliophil ist der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, Ewald Nowotny. Schon der Großvater und der Vater sammelten Bücher. Ewald Nowotny liebt Werke des Humanismus und der Aufklärung. Es ist
gut, wenn man auch eine andere Welt hat. Also ich bin natürlich sozusagen den überwiegenden Teil meines Daseins eben mit Finanzfragen beschäftigt. Und daher finde ich es angenehm, wenn man sich auch ein bisschen mit anderen Dingen, auch ein bisschen gesellschaftlichen Entwicklungen beschäftigen kann. Wobei es übrigens so ist, dass ich weiß, dass auch der Präsident der Europäischen Zentralbank, Trichet, ebenfalls eine Liebe für alte Bücher hat. Und wir haben uns getroffen beim Austausch von alten Ausgaben von Goethe. Eine jahrzehntelange Beziehung verbindet Ewald Nowotny mit seinem Antiquar Norbert Donhofer. Der Verkäufer weiß, was der vielbeschäftigte Käufer will. Keine Selbstverständlichkeit mehr, denn mit dem Internet hat sich auch das Geschäft der Antiquare radikal verändert. Viele meiner Kollegen sagen, dass das Internet der Totengräber des Antiquariats ist. Sie sollten sich vielmehr überlegen, dass es auch eine Chance ist. Weil ein Kunde, der 3 oder 4 Mal aus einem bestimmten Gebiet übers Internet einen Artikel bestellt, den kann man auch als Kunden gewinnen. Das heißt, ich weiß, was der sammelt und er kriegt dann direkt die Angebote. Der Antiquar Peter Truppe in Wien-Neubau nützt das Internet zwar als Informationsquelle, stellt seine Gusterstückerln aber grundsätzlich nicht ins Netz. Er will seine Kunden in guter alter Tradition im persönlichen Gespräch im Geschäft kennenlernen. Seiner Tu? Ja, für mich ist auch das Buch im Gesamten ein sinnliches Erlebnis, vom Geruch bis zum Haptischen, bis zum Befühlen der verschiedenen Stoffe. Und das ist aber auch eine Liebe, die alle meine Kunden haben. Und dadurch habe ich keine Angst für die Zukunft der Branche. Den Bibliophile wird es immer geben. Nachschub haben die Antiquare zuhauf. Ererbte Bibliotheken werden aus Platzmangel nämlich in der Regel verkauft. Abnehmer sind die Antiquare. Es sind dann meist die Frauen, die es aus Nachlässen verkaufen. Und die Frauen sind vielfach deshalb schon böse, weil der Mann so viel Geld für Bücher ausgegeben hat. Und das dann natürlich noch besonders hoch einschätzen. Und da ist die Enttäuschung in vielen Fällen wirklich groß. 2000 Bücher eines kulturaffinen Bücherwurms, zusammengetragen in 40 Jahren. Zu viele Taschenbücher, hohe Auflagen, praktisch wertlose Lexika. Der Antiquar würde rund 2000 Euro bezahlen und, ein Entgegenkommen, sogar alles abtransportieren.